Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Commander Conquer der Tiberium Konflikt Remastered Edition auf Seiten der GGI. Nachholmission, die letzte. Und genau, liebe Leute, dann würde ich sagen, wir waren dann letztes Mal hier und haben uns hier weiter durchgekämpft und die Karte ein bisschen weiter erkundet. Und wir waren dabei uns hier wieder einmal, das ist einfach die bewährteste Taktik hier, eine Mammutpanzerarmee aufzubauen. Ihr seht, wir haben keine Ressourcen mehr. Null. Und daher würde ich sagen, ja, gehen wir das mal an. Ich habe keinen Bock auf den Sammler zu warten, ehrlich. So. Lass den mal angeschissen kommen. Und wir müssen hier einfach alle Nots flapp machen. Ganz genau. Und ein bisschen haben wir ja schon geschafft quasi beim letzten Mal. Wir haben im letzten Mal quasi schon, ja, hier diese erste Basis zumindest schon mal platt gemacht. Und wir haben jetzt hier 5, 9, 10, 16 Mammuts. Und wobei, das könnte eigentlich auch schon ausreichen. Ja, Leute, das könnte eigentlich auch schon ausreichen. Und deswegen würde ich sagen, rollen wir jetzt mal durch hier. So, zack. Bam. Ja, der hat keine Chance. So. Dann würde ich sagen, genau. Kämpfen wir uns mal hier durch. Bam. Bam, bam, genau. Und hier. Manneken-Attacke. So. Und bam. Sehr schön. Und hier weiter durch. Los. Und vor allem die da. Vor allem die hier. So. Sehr gut. Und auf die da. Und auf diesen da. Sehr gut, Leute. Ha. Ich würde sagen, dann haben wir es schon. Also zumindest diese erste. Nuklear spricht. Okay. Das war nicht schlimm. Die Atombombe war nicht schlimm. Okay, das ist schon mal gut, Leute. Kane hat seine Atombombe schon abgefeuert. Das heißt, es war aber nicht schlimm. Hat er den Turm nachgebaut? Er hat mir nur, in Anführungsstrichen, eine Raffinerie und einen Turm weggenommen. Das geht noch, Leute. Ja, platt machen hier, los. Bam hier, los, so. Und hier. Komm, 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 komm. Nix da. Nicht durchlassen. Ach, haben sie den durchgelassen. Warum kann er sich hier aufbauen? Was soll denn das? Wie, der kann sich hier aufbauen? So. Ionenwerfer. Mit dem werde ich jetzt nochmal diesen Turm da platt machen. So. Und hier, genau. Dann würde ich sagen, er hat die schon wieder aufgebaut. Oh Mann, Leute. So, bam. Und hier, los. Es kommt also hart auf hart, stand in der Missionsbeschreibung. Ja, das stimmt wohl. Mach die Scheiße weg. Und bam hier, Mann. Hör auf, dich da aufzubauen. Finde ich sowieso unfair, wie man sich hier aufbauen kann, ohne dass er da ein Gebäude hat. Aber ist halt die KI, ne? Das ist bei Westwood-Spielen ja immer so geil. So, dann hier. So. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt den unteren Bereich der Karte tatsächlich befreit von den Noise. Hallo? Und dann können wir auch schon reingehen hier. Um Gottes Willen, noch nicht da. Ah, gut, okay. Da oben ist ein riesen Tiberiumfeld und der fährt genau in den Dings rein, ey. Gut, egal. Ja, danke, du Penner-Gesicht, echt. Hat er sich da unten wieder aufgebaut, ey. Na gut. Okay, aber das heißt, wir können hier auch durch. Ach du Scheiße, hat der Medikin. Ach, diesen Turm weg. Um Gottes Willen. So. Dann würde ich sagen, probieren wir mal hier durchzukommen jetzt. So. Und den... verdammt. Die Hand von Not da wegmachen. Genau. Und die Sammler. Und die Sammler. Den Sammler. Sehr gut. Und den Sammler. Sehr gut. Ah, da ist auch schon sein Bauhof. Hat gepasst. Leute, hat gepasst. Wir haben die Nordis. Hat der den tatsächlich wieder aufgebaut. Aber das hat nicht funktioniert. Der hat nicht funktioniert, Leute. Wie geil.
Leute, gut, alles klar. Dann würde ich mal sagen, ich meine, mich in Erinnerung zu haben, dass wir den Tempel von Nott beim letzten Mal mittels normalen Einheiten platt gemacht haben. Ja? Und deshalb würde ich sagen, mache ich den jetzt, den Tempel von Nott, mit dem Ionenwerferblatt, damit wir da vielleicht eine andere Cutscene kriegen. Das war, glaube ich, so, ne? So, wartet mal, ihr beiden Sammler, ihr könnt mal bitte wieder hier... Ihr könnt mal bitte hier... Ah, Ionenwerfer. Ja, dann macht das weg. Ach, verdammt. Das hat nicht geklappt. Ionenwerfer verballert. Scheiße. So. Hier oben steht nämlich sein Tempel. Leute, und ich möchte einfach eigentlich mal... Oder wartet mal, nee, nee. Der funktioniert schon nicht mehr, ist sehr gut. Oh. Das geht aber auch. Er hat mir nur eine Mannequin-Fabrik weggenommen, sehr gut. Woher wartet mal, speichert das nochmal. Ich will gucken, ob die Mission dann tatsächlich schon vorbei ist. Nee, nee, okay. Gut, aber jetzt habe ich den Tempel halt auch wieder mit... Wartet mal, jetzt habe ich den Tempel auch wieder mit herkömmlichen Waffenblatt gemacht. Das muss ich aber nicht machen. Ich muss den Tempel tatsächlich leben lassen. Und, naja. Der macht mich jetzt sagen wir, dann zwar wahrscheinlich platt, aber ich möchte halt diese andere Cutscene nochmal haben. Und wie komme ich denn da oben hin? Wie komme ich denn da oben hin, Leute? Ah, hier durch, okay. Ja, der baut sich hier wieder auf. Keine Ahnung. Mach den platt da los. Und der Wermut, der bleibt da wieder da. Der bleibt wieder da drin hängen. Ach Gott, Leute. Okay, sehr gut. Tatsächlich. So, wo fährst du überhaupt hin? So, dann einmal hier hoch. Durch diesen Gebirgspass. Und ich kann den aber auch, den Tempel von Nott könnte ich auch mit einem... Genau, mit einem Luftangriff platt machen gleich, ne? Jetzt hat... Der baut sich hier irgendwie wieder noch auf. Ich glaube, der hat hier in der Ecke noch einen Bauhof oder so. Der hat sich da noch irgendwie versteckt. Ja, ist da Geld drin? Wartet mal. So, die schießen zum Glück auf das Dorf. Keine Ahnung, warum. Dann können wir die leicht platt machen. Das ist kein Thema. Sehr schön. Und ja, hier ist sein Bauhof, Leute. Hier ist sein nächster Bauhof. Und genau, wir haben jetzt den Luftschlag. Dann haben wir gleich noch den Ionenwerfer. Was hat er denn jetzt vor? Was hat er denn jetzt vor, sagt mal? Will er mich jetzt hier komplett wegmachen oder was? Okay, verkauf die Werkstatt bitte. Das gefällt mir nicht. Okay, ich habe wieder einen Ionenwerfer, das heißt, ich werde da unten wieder her müssen. So, mein Gott. So, und genau, mach diesen Flammenwerfer weg und die Invasoren da. Was ist das da? So, wegmachen hier, los. Alles klar, Leute, dann haben wir tatsächlich die letzte Mission auch schon geschafft hier mit der GDI. Was macht ihr denn? Hey, bleibt ihr mal hier stehen? Oh, kriegt er schon platt, ne? So, bam. Und bam. Sehr schön, Leute. Ja, tatsächlich, dann habt ihr tatsächlich diese Mission fertig, wo ich ziemlichen Respekt vor hatte. Sehr gut. Ich meine, sehr gut gelaufen. Tatsächlich, und... Och, Mann! Da kriegt er tatsächlich noch Kohle für einen Flammenwerfer irgendwo her. Ich fass das nicht. Ich fass das nicht. Das heißt, ich muss nochmal hier runterfahren. Ach, Leute, das nervt doch. Das nervt doch.
Aber gut. Das nervt wirklich. Das heißt, dann kommt nochmal bitte hier runtergetuckert. Dann muss ich mir seine scheiß Mannequin-Fabrik wegnehmen. Ach Gott, ist das lästig, Leute. Das ist echt lästig. Aber geschafft. Eigentlich, wir haben jetzt eigentlich nichts mehr. Ja, genau, wir haben nichts mehr. Wir müssen dem jetzt hier nur noch seine letzten Einheiten, Produktionsstätten wegnehmen. So, und hier, bam. Und weg mit dem Scheiß jetzt. So. Gut, Leute, dann würde ich sagen, haben wir die Karte gesäubert. Wir brauchen Silos. Ja, dann baue ich mal wieder hier ein bisschen auf. Ist ja okay. Dann bauen wir es mal wieder ein bisschen auf. Mannequin-Fabrik. Türmchen. Und ja. Dann schaffen wir tatsächlich in dieser Folge eine andere Cutscene und dann springen wir vielleicht sogar schon mal nochmal in die dritte Alternativmission rein, die letzte. Wer weiß, also wo willst du hin? Okay. Das heißt, ich hatte hier einen Turm stehen und dann baue ich jetzt nochmal ein Türmchen. Ja, oder nee, wartet mal, war ja noch eine Raffinerie, ne? So, sammelt euch mal bitte da. Kein Geld, okay. Wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass wenn wir den Tempel jetzt mit dem Ionenwerfer platt machen, dass wir dann eine andere Cutscene kriegen. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, Leute. Aber ich glaube, es war so. Gut, dann wartet mal, speichern nochmal. Mission 15. GDI. So. So, wunderbar. Dann schießt sie mal bitte in den roten Bereich und macht den so kaputt. So, ich habe da nämlich schon einen Erfolg gehört. Genau, und dann bin ich jetzt tatsächlich mal gespannt. Es hat uns schwer. Sie haben den Tempel in Schutt und Asche gelegt. Wir müssen hier raus, bevor... Sir, wir hatten erhebliche Verluste oben. Die Gebäude wurden beschädigt, der Feind konnte eindringen. Ich schätze, GDI wird sich in circa 20 Minuten den Zugang zu dieser Kommandostelle erkämpft haben. Tatsächlich, liebe Leute, das war die nächste Cutscene. Das war die Cutscene quasi vom Ionenwerfer jetzt. Also das haben wir tatsächlich gesehen, wie der Tempel von Nott durch den Ionenwerfer platt gegangen ist. Und genau, Kane ist quasi durch den Ionenwerfer verbrannt. Und wobei man weiß ja nicht, ob der wirklich verbrannt ist. Es gibt ja weitere Quane Conquer-Teile, da lebt er wieder. Aber müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall... Ja, liebe Leute, das war die Cutscene mit, ach, wartet mal. Dass die massiven Zerstörungen am bei Sarajevo gelegenen Hauptquartier der mutmaßlichen terroristischen Vereinigung Bruderschaft von Nord
auf eine Satellitenwaffe im Orbit zurückzuführen sind, ein Geschütz, das offizielle Stellen als Ionenwerfer bezeichnen. Mit der Zerstörung des Gebäudes endet eine dreitägige Belagerung, in der sich die Truppen von GDI und NOD erbitterte Gefechte lieferten. Augenzeugen und Überlebende berichten übereinstimmend, dass die Gefechte ohne den Einsatz des furchterregenden Satellitengeschützes wohl noch wochenlang ergebnislos weitergegangen wären. In einer am frühen Abend herausgegebenen Verlautbarung bestätigte der UN-Verteidigungssekretär Dr. Charles Olivetti, dass es auf Seiten der Nordtruppen zu sehr schweren Verlusten gekommen sei. Doch habe der Einsatz der Krieg der Sterne-Technologie die Verluste auf Seiten der GDI und der Zivilbevölkerung im, Zitat, technisch vertretbaren Rahmen gehalten. Zitat Ende. Im Gegensatz zu früheren Dementis des UN-Sicherheitsrates bestätigte Dr. Olivetti, dass mit der Entwicklung des Ionenwerfers schon vor einigen Jahren begonnen worden ist. Die Entdeckung und Vernichtung des Nordhauptquartiers setzt einen Schlusspunkt unter eine dreijährige Eskalation der Gewalt, die durch die internationalen Terroranschläge dieser Organisation. Ganz genau, liebe Leute. Genau, die Nachrichtensprecherin, die hat gerade quasi die ganze Zeit über den Ionenwerfer geredet, wie technologisch der doch ist und wie nützlich der war. Und ich glaube, beim letzten Mal hat die über was anderes geredet. Ich bin mir nicht mehr sicher genau was, aber genau, Leute, dann würde ich sagen, machen wir das erstmal weg, weil es war tatsächlich nicht die letzte Mission, sondern wir haben hier noch eine, Leute, die Osten-Mission. Okay, Leute, dann würde ich sagen, da wir jetzt die Zentralmission fertig haben, können wir ja nochmal ganz kurz in die Ostmission reinspingen. Da werde ich das dann so machen, da werde ich den Tempel dann mit einem Luftangriff platt machen gleich. Beziehungsweise in den nächsten Folgen. Und genau, springen wir mal rein. Ich glaube, die Cutscene ist die gleiche. Die können wir quasi auch direkt überspringen. Ja, genau. Wir sollen den Bastard platt machen. Wobei ich diese Mission tatsächlich jetzt auch noch nicht kenne. Okay. Was ist das? Da sind zwei Invasoren drin. Das ist tatsächlich mal ein interessanter Start, muss ich sagen. Hier ist auf jeden Fall Tiberium. Hier können wir uns aufbauen. Okay. Also, aha, was ist das? Okay. Cool. Leute, das heißt, wir können uns hier tatsächlich aufbauen. Dann nehmt ihr die Sachen bitte ein. So. Wunderbar. Das ist ja ein leichter Einstieg, muss ich sagen. Das ist ein leichter Einstieg. Die Ostmission. Irgendwie schon, ja. Aua. Guter Schuss war das auf jeden Fall. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter. Ja, wir bauen jetzt unsere zwei Sammler auf. Oh, Gottes Willen. Ey. So. So, und ihr macht bitte. Ja, sehr gut. Und gut, liebe Leute, dann machen wir einfach mal weiter hier im Text. Da sind die beiden Türme. Wir haben hier einen Arsch voll Kohle, muss ich sagen. Das finde ich auch sehr cool. Und, oh, schaut mal hier. In der alten Grafik war das gar nicht zu erkennen, was das war. Hier sieht es aus wie so ein kaputter Orca oder so. Und bam, sehr schön. Alles klar, dann können wir auch direkt schon eine Werkstatt. Ach Gottes Willen. So. Es kommt damit sein Wenigen hier an. Was willst du denn? Der will mich ein bisschen verarschen irgendwie. Oh. Okay, das könnte jetzt ein bisschen knapp werden tatsächlich. Scheiße. Wartet mal. Bau mal eine Wenigen-Fabrik bitte. So, lass den bitte. Okay. Alles klar, Leute. Dann 5 Raxirus. Ja, oder wartet mal. Den kriegt der auch so. Ach, geil.
Wartet mal, ich kann schon einen Raketenturm bauen. Okay, das mache ich auch. Genau, ich brauche schon Silos. Boah, der hat gut getroffen. Der hat jetzt gerade echt gut getroffen. Alles klar. Mach bitte schneller, ey. Was ist denn hier so schlimm dran? So. Oh. Hat er echt eine Raffinerie nochmal gekriegt. Aber, ja, ist ja nicht schlimm. Haha, sehr gut. Ich wollte ja sowieso einen dritten Sammler noch bauen. Also von daher kriegen wir das schon hin hier. Sehr gut. Zack. Und dann baue ich meine Panzerfabrik. Ganz genau. Und da muss ich unbedingt diese beiden Türme da wegkriegen, weil so langsam wird es problematisch. Weil der Turm auch die Kohle wegschießt. Wartet mal. Brauche ich da unbedingt eine Waffenfabrik für? Wartet mal. Ich kann ja auch erstmal hier oben noch ein bisschen erkunden, oder? So, sammeln wir bitte hier hinten den Kram ein. Da brauche ich... Ah! Okay. Ich werde das Ding einfach mal bauen. So. Und dann werde ich 5 Raxirus tatsächlich bauen. Wenn die Kohle dafür ausreicht. So, dann sammelst du bitte hier die Reste ein, ja? So. Dann warte ich mal mit dem ab. So, das reicht. Alles klar, liebe Leute. Dann habe ich jetzt hier meine 5 Raketenwerfer. Die können dann schon mal hier hin und dann hier drauf ballern. Sehr schön. Dann können die 3 Sammler schon mal hier hinten das Zeug einsammeln. Sehr gut, Leute. Sehr, sehr gut. Dann hier. Und, aha, sehr gut, die kriegen wir. Wunderbar. Leute, wunderbar. So. Haha, sehr schön. Dann würde ich sagen, können wir uns mal weiter aufbauen. Weitere Verteidigungstor. Und da war der Einstieg in diese Mission ja echt noch easy peasy. Oh, schaut mal da. Da ist Blütenbaum gerade gespawnt. Ach, wie cool. Okay. Oh nein, nein. Meine schönen Raketenwerfer. gut, okay. Dann würde ich sagen, brauche ich nochmal einen Jeep. Und eine Werkstatt. Ah, Werkstatt habe ich schon. Ah, okay, habe ich schon. Alles klar. Mit dem Jeep werde ich auch ein bisschen erkunden fahren hier. Oh, hier ist so viel Geld, Leute. Hier ist so viel Geld, das ist einfach unglaublich. So. Oh, ist das geil. Schaut euch das an. Das reinste Paradies hier. So. Oh, wir brauchen tatsächlich schon Silos. Das heißt, ich werde mir ein Großkraftwerk bauen. So. Dann zieh die mal hier rein. Sehr schön. Oh, das macht doch viel mehr Spaß jetzt, ey. Das macht doch viel mehr Spaß. So, dann bauen wir bitte Kommunikationszentrale. Zack, zack. So. Und dann werde ich tatsächlich diesen Radar gleich verkaufen hier oben. Und die kleine Energie auch. 255. Ja, das passt soweit. Mach die Raketenwerfer platt hier. So. Dann brauche ich da oben eigentlich gleich auch nochmal einen Turm. Und, ja, liebe Leute, dann haben wir doch mal den Start schon mal gemeistert. Wobei, ich will nichts zu früh sagen, aber ich glaube... Unsere Basis wird angegriffen. So, ja, den schaffst du doch, genau. Den schafft der schon. Und, ha, ich habe hier sogar noch einen Jeep, schaut euch das an. So, dann verkauft bitte die Energie. Und bau das hier hin, so. Boah. Das wird mir langsam ein bisschen viel hier, ey. Leute. So, unbedingt helfen. Was macht ihr? Was macht der denn da? So. Und macht die Artillerie platt. Sehr schön. Alles klar, liebe Leute. Dann haben wir das. Würde ich sagen. Und hier.
Genau, sehr gut. Aha. Und machen wir schon wieder Silos? Okay, da würde ich sagen, baue ich jetzt tatsächlich in dieser Mission Orcas. Weil es einfach sinnvoller ist. So. Okay. Der muss unbedingt kaputt gehen. So, geh kaputt. Sehr schön. So, helfen. Alle helfen hier. So, dann werde ich die da rechts hinbauen. Orcas, Leute. Sehr gut. Das freut mich. Und, ja, wir sind schon wieder bei 25 Minuten. Ja, aber wisst ihr was? Ich glaube, da das jetzt noch die letzte Mission ist, die allerletzte Mission wirklich von der GDI-Kampagne, werde ich die Folge 30 Minuten lang machen. So. Ich möchte gerne noch mal ein bisschen erkunden einfach. So, was haben wir? Ach du Scheiße. Ja, der ist weg. Der ist weg. Danke für deine Dienste. Oh Mann. Ja gut, egal. Okay, dann würde ich sagen, weitere... okay. Ich brauche definitiv jetzt die Orcas. Ja, ich muss zuerst nämlich auch die Flakplatt machen, das ist das. So, Leute. Aber geh bitte hier hinten sammeln, dann wird das nicht so blöd. So. Was machen die da? Die laufen da wieder rum. Okay. Hallo? So. Okay, da ist eine Basis, alles klar. Ich höre da auch schon wieder so ein Zzzz, richtig. Och, Sammler, sammel doch nicht immer in der Reichweite von den Toren da, mein Gott. So, und wegmachen damit. Weg damit! Ach, der hat mir einen geklaut. Krass. So, ja, dann bau die halt nach, das ist ja kein Problem. Wir haben's ja. Wir haben's ja, die Kohle, und... Ah. Wir haben Ionenwerfer, sehr gut. Das heißt, mit dem können wir dann den hier platt machen. Sehr nice. Da ist der Orca, der vierte wieder. Sehr gut. Ja. Das heißt, dann können wir hier unten eigentlich in Ruhe sammeln. Und ja, uns in Ruhe aufbauen. Was für eine Luxussituation in der letzten Mission, wirklich. Das ist wirklich eine Luxussituation. Ja, komm. So, dann hilft. Geh mal bitte mit dem Gummipanzer. So. Und helfen. Und mit dem hier auch dann wahrscheinlich, ne? Ja, warum ist der Sammler gelb? Wartet mal. Ihr helft mal bitte mit dem Gummipanzer. So. So, und bam. Sehr gut. Ui, 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 ui. Was ist denn hier jetzt los? Hallo? Was macht ihr denn? So, und bam. Puh. Okay, Sammler, du gehst bitte wieder runter. Mein Güte, was macht der denn jetzt? Was macht er denn? Es ist aber ziemlich angepisst, muss ich sagen. So. Flammenwerferpanzer, alles mit drin, ey. Oh, krass. Okay, dann 5 Mammuts. Wenn wir sie brauchen, immer prophylaktisch erstmal 5 Mammuts. Und meine Güte, das ist ja echt. Hier hat der Gegner viel Geschiss tatsächlich. Aber wir haben den Schlag abgewehrt, Kollege. So, so dann kommen wir her hier und immer schön. Können wir uns schon mal auf die Dinos vorbereiten? Weil ich glaube, die Dinos in der Dino-Kampagne, die müssen wir tatsächlich auch auf Abstand dann abschießen, ne? Das war, glaube ich, so, ja. Das war dann da in der Dino-Kampagne. Einen Fernkampf machen müssen mit den Einheiten. Und, ja, da bin ich mal gespannt drauf. Wie gesagt, die Dino-Kampagne kommt ja direkt hier nach. Habe ich ja auch noch nie gespielt, ne, muss ich sagen. Dino-Kampagne. Und da kommt er wieder angeschissen. Was ist denn das? So, Leute. Orcas, helft mal bitte mit hier. Mit dem Gummipanzer. So. Und bitte unbedingt den Flammenpanzer.
Oh, sehr schön. Sehr gut. Was machst du? So, bitte reparieren. Wir haben wieder einen Ionenwerfer, das ist gut. Mit dem machen wir nämlich diesen Turm hier platt. Okay, Leute. Wow, also die Mission, die ist auch ziemlich rasant, muss ich sagen. Aber auch sehr cool. Sehr, sehr cool. So, ich möchte bitte weiter wissen, was hier los ist, Leute. Was geht denn hier überhaupt ab auf der Karte? Oh nee. Nein. Jetzt hör auf, Leute. Danke. Dankeschön. Okay, liebe Leute, dann würde ich sagen, tatsächlich, T-Boarding wieder auf, ne? Na gut. Dann würde ich tatsächlich mal sagen, Leute, sind wir auch schon durch mit der Folge. Oh mein Gott, ist das traurig. Das geht echt schnell. Und, dann würde ich mal sagen, liebe Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, tatsächlich. Erzählt den Kanal gerne weiter. Und, ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Tschüss. Ne?